Was bisher geschah. Da sieht er das scheiße aus. Und so geht's weiter. Oh, Medipack in groß. Das ist aber nett. Darf, Isolierungsraum darf ich noch nicht. Okay. Ich hab das Gefühl, ich darf nie in so einen Isolierungsraum. Westfoyer, Kapelle der Vereinigung. Ja, unbedingt möchte ich in die scheiß Krypta. Wo sie mir nicht sagen konnte, was ich nicht darf. Gott fucking dammit. Achtung, bitte verhalten Sie sich still, wenn Sie die kirchlichen Bestattungsrituale beobachten. Blitzlichter und Hologramme sind innerhalb der Kirche nicht gestattet. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Ah, hier bin ich auf der Seite wieder. Ah, warte mal, da kann ich ja da unten quasi kurz mal wieder meinen Energieknoten einsetzen. Ah ja, cool, cool. Good shit, good shit. Yay. So, das tatsächlich gerne. Mehr Schaden. Ich mag das Impulsgewehr komischerweise. Ich kann damit jetzt besser zielen als im letzten Teil. Da fand ich allgemein das Zielen so ein bisschen schwammig. Ich weiß gar nicht warum. Es kommt mir hier irgendwie besser vor. So, können wir ja nochmal gucken, ob ich was verkaufen kann. Heruntergeladenes Schema, Sicherheitsanzug. Kann ich das jetzt kaufen, den Sicherheitsanzug? Ist das der Sicherheitsanzug? Mechanikeranzug. Wo ist denn der Sicherheitsanzug? Erzähl mir was zum Sicherheitsanzug. Ah, hier. Der Sicherheitsanzug gewährt dem Träger einzigartige Funktionalitäten. Impulsgewehr erhält einen 5% Schadenbonus. Das ist nicht, ist nicht schlecht, nicht schwierig. Mindestens 15 Inventarsort und 10% Panzerung. Was habe ich denn derzeit für eine... Wir können es ja einfach mal kaufen. Ich weiß gar nicht, was ich derzeit habe. Aber ich glaube, nicht so gute Sachen. Oder? Oder? I don't know. Sieht einfach mal mega special aus. Okay. Aber er sieht ein bisschen gepanzerter aus als vorher. Oh, nicht schlecht. Oh yeah. Was geht ab? Jetzt habe ich auch keine Credits mehr. Habe ich vielleicht noch irgendwas, genau, verkaufen wollte ich gucken. Needbolzen kann ich wieder, ja, ich bin mir relativ sicher. Ripper klingen kann ich auch. Ich sammle einfach immer alles ein, das ist das Problem. Aber der Rest ist okay. Ja, Plasma-Energie ist halt immer nicht so viel. Ja, was soll ich tun, was soll ich tun? So, nachdem wir jetzt ein bisschen mehr, oh ja, wir können auch gerne nochmal speichern. Habe ich jetzt mehr Leben? Sieht das nur so aus? Ich glaube, das sieht nur so aus. Er hat ja nichts gesagt von mehr Leben. Lass uns doch eine Sekunde mal speichern. Ich weiß immer noch nicht, wie viele Kapitel es gibt. Also bis jetzt fühlt es sich... Ah, Mann, diese scheiß Ständer, die überall im Weg sind. Fühlt es sich doch relativ flüssig an. Ich habe nicht das Gefühl, irgendwo lange zu hängen. Oder dass die Kapitel sonderlich lange dauern würden. Sag mal, kam ich von hier? Ja, doch, ich kam von hier, genau. Ich habe mir das gerade angehört. Goddammit. Ich weiß ja jetzt schon, was kommt. Ja, natürlich, natürlich. Stimme ich dir zu? Oh. Du bist aber schnell unterwegs, Kollege. Ja, zum Glück habe ich das Impulsgewehr. Ja, komm mal hier, komm mal her. Oh, das nervt, weil die so viel Muni brauchen, aber so klein sind. Was machen die da? Geh weg, geh weg! Ich sammle euch jetzt ein. Komm her. Komm her. Du auch. Machen jetzt gefühlt weniger Schaden als im ersten Teil. Ich vergleiche zu viel die Spiele auf. Das mache ich immer wieder. Ich weiß gar nicht, wieso. Das geht irgendwie ganz unbewusst. Ihr wisst gar nichts. Nicht mehr so ein bisschen. Das finde ich jetzt ein bisschen egoistisch von euch. Leuchtet hier was? Ach, so ein Stab, den ich hatte. Ja, gut. Lauter Stäbe, die schleudern können, fällt mir auf. Das hängt... Okay, okay. Ich weiß nicht, was das für ein Geräusch war. Ich will mich gar nicht drum kümmern. Ich nehme gerne die Credits. Oh... Eine Bestattung.
Eigentlich muss der happy sein, dass er schon tot ist, bevor hier alles den Bach runtergegangen ist, muss man ja ehrlich mal sagen an dieser Stelle. Der kriegt also gar nicht mit, was hier so abgeht. Ich habe nur noch 50. Oh, das ist nicht so gut. Du bist nicht tot. Ich bin nicht mehr ganz so doof. Gut, Aufzug, hallo. Bring mich wo auch immer hin. Oh, wie lange braucht der denn bitte? Dass der aber auch nie parat steht. Wer fährt denn mit der Scheiße hier noch? Ja, wir nehmen mal die hier. Ich habe bei allem gar nicht mehr so viel Muni. Toll. Jede Menge Medigates, aber keine Muni. Ja, ich würde gern ankommen. Es dient ja quasi als Ladescreen, ne? So ein Aufzug hier. Ein versteckter, kleiner. Oh, super. Wasser. Mein bester Freund, wie kann es denn hier überhaupt undicht sein? Oh mein Gott. Hallo? Kapitel 5. Na, wie schön ist das denn? Und ich habe noch eine... Ich mache jetzt 2 Stunden. Ich habe es mir vorgenommen. Egal, wo ich in 2 Stunden bin, da speichere ich und mache nicht weiter. Aber 2 Stunden müssen wir durchhalten. Kapitel 5 ist schon mal gut. Ich fühle mich immer noch, als hätte ich gerade erst angefangen. Aber na gut. Kühlkammer? Hallo? Eine Kühlkammer? Wofür? Hier werden die ganzen... Ach, hier werden die... Wieso werden die denn hier aufbewahrt? Ja gut, wo willst du sie sonst hinschicken? Ja, doch, du könntest die schon ins All rausschleudern, die Leichen. Die Frage ist, eine richtige Bestattung auf so einer Raumstation ist halt schwierig, wa? Kann ich das irgendwie weghauen? Tatsache kann ich. Gut, gut. Ich brauche die Muni. Okay, mich greift nichts an. Das ist ja sehr untypisch. Es ist so ruhig, Freunde. So ruhig, so ruhig, so ruhig. Hier ist auch nichts. Na gut, ich gehe da mal. La la la. Ich bin gar nicht nervös. Nö, nö. Überhaupt nicht nervös. Überhaupt nicht nervös. Oh, komm, mach hinne. Ich glaube, da war jemand mit seiner Bestattung nicht zufrieden und... was? Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will zurück. Ich will nicht mehr. Ich will nach Hause. Mami. Voll, ich will Muni, keine Credits. Lass mich mit den scheiß Credits in Ruhe. Puh. Okay, Isaacs Zustand muss doch nicht auch mich betreffen, oder? Kann er nicht seine komischen Phasen alleine schieben? Ich komme später nochmal vorbei oder so? Das gefällt mir alles gar nicht. No, no. Bitte nicht nochmal sowas. Bitte, bitte. Das war viel zu nah dran. Wo sind denn die Viecher hier? Irgendwann muss ich schon mal angegriffen werden. Das ist viel zu ruhig. Wann greift mich endlich was an? Ich halte die Spannung nicht mehr aus. Muss ich irgendwann zurückgehen? Laufe ich die ganze Zeit im Kreis? Ist das Part seines Beklopptwerdens? Ich glaube, ich werde sofort angegriffen. Das klingt danach. Ich habe endlich, was ich wollte. Das kommt mir verdächtig bekannt vor. Hallo? Bitte? Irgendwie sehen die hier verdorbener aus, oder? Irgendwie sieht das alles noch ein bisschen dunkler aus. Auch noch so ein Spucki-Typ. Die sehen wirklich ein bisschen verdorben aus. Wie können die denn im Tod noch wiederbelebt werden? Ich dachte, das geht nicht. Ah, na gut, mit dem Flattervieh geht's ja auch. Von daher ist das jetzt eine dumme Aussage von mir gewesen, die gar keinen Sinn gemacht hat. Nein, nein. Ich gehe nochmal darüber. Auch wenn ich angegriffen werde dafür. Nein? Okay, alles gut. Nein. Sehr schön. Wie viele von diesen Teilen muss ich eigentlich noch durchlaufen? Könnte ich bitte endlich hier rauskommen?
Oh, das ist größer. Ich bin ja nirgendwo safe, weil mich von überall was angreifen kann. Ich will gar nicht weitergehen. Wirklich, ich muss mich gerade zwingen, auf W zu drücken. Ich muss da lang. Ich werde hundertprozentig gleich. Okay. Was? Ich wusste es. Au. Achso, ich werde langsamer dadurch. Auch noch so lange. Hier. Stirb. Nee. Oh. Das war jetzt gar nicht meine Absicht. Oh, das ist nur so ein... Okay. Gut. Ich gehe dann... Alter, fahr weiter. Verprügel ich. Auch ist mir egal. Alter. Keine Muni mehr. Hä, wieso denn schon wieder an dieser Stelle? Ja, du warst eine kleine Überraschung. Ist aber nett. Ich bin nicht... Die sind vereist. Der steht nicht wieder auf. Doch, der steht wieder auf. Natürlich steht er wieder auf. Ich müsste es besser wissen und weiß es trotzdem nicht besser. Okay, okay. Oh Gott, endlich bin ich hier raus. Oh, danke, lieber Gott. Geh die Tür, mach die Tür zu. Was? Schwerkraft auf... Oh, Textlock. Okay. Anlagen, Arbeitsanweisung, bla. Problem, Kryptasärge bleiben auf den Schienen stecken. Reparaturstatus. Schienensystem, das die Särge in die Krypta bringt, wurde inspiziert. Ein Sarg steckte innen fest. Schwerelosigkeit wurde deaktiviert und der Sarg per TK befreit. Sarg ist beschädigt, da mehrere Versuche nötig waren. Schienensystem wurde inspiziert. Mehrere Stützstreben hatten sich gelöst und lagen auf den Schienen. Die Kälte in der Krypta ließ die unsauber geschweißten Nähte porös werden. Schienen wurden neu ausgerichtet und Stützstreben wieder angeschweißt. Test mit 5 Särgen verlief reibungslos. Arbeit ausgeführt, Ticket geschlossen. Toll, aber dann wird es ja immer wieder ein Problem damit geben, wenn die unsauber geschweißt wurden. Wenn du verstehst, was ich meine. Und was bringt mir das jetzt? Was soll ich damit machen? Kann ich die Särge alle entfernen und dann durch die Krypta laufen? Das fände ich sehr schön. Dana? Ich glaube, ich habe den Ausgang gefunden, aber er ist verdammt hoch. Schwerkraftsteuerung ist deaktiviert. Dana? Toll. Verdammt. Ich glaube, Dana wird uns nicht mehr helfen, Freund. Das könnte auch so ein Ort für das... Oh nein, es geht abwärts. Wieso will ich denn jetzt abwärts? Ich will nicht abwärts. Nicht noch mehr Segen. Das... Okay. Keine Ahnung, ob Sie mich hören können. Sie müssen nach oben gehen. Hören Sie mich? Nach oben! Ein Ripper-Schema. Ja, toll, nach oben. Du bist ja witzig. Wie soll ich denn nach oben kommen? Was soll ich hiermit anfangen? Okay. Hier ist ein Energieknoten. Was zur Hölle? Kann ich das einfach mal reparieren oder so? Okay. Ja. Ah, da. Könnte man jetzt ansatzweise als knapp bezeichnen. Wieso ist eigentlich mein Aufzug wieder nach oben gefahren? Fragezeichen. Und was muss ich denn hier tun? Ich jetzt hier was tun? Schwerkraft online. Ich muss die doch ausschalten. Das ist für die Schwerkraft. Ah, warte mal. Stase? Oder so? Muss ich irgendwas schießen? Ah. Ach so. Ist aber nett, dass mir diesmal eine Stimme dabei hilft. Weil ich sonst zu dem ich dafür wäre. Hier, guck mal. Nein, nein, nein. Das ist Golf. Ach, jetzt muss ich auf die andere Seite. Nein. Ah. Ist aber ein sehr grelles Licht. Wenn ich das kurz so sagen darf. Darf ich mir kurz nochmal... Ja, danke. Okay, guck mal hier.
renne und renne und renne und renne. Tada! Nichts leichter als das, meine Freunde. Aber ein schöner Kern in der Mitte, oder? Sieht sehr schick aus. Oh. Ich glaube, ich hab's putte mal. Warte, Blasen! Die Luft im Schacht ist jetzt offline. Okay, das ist, was ich wollte, oder? Ja, das ist richtig. Das ist das, was ich wollte. Und jetzt kann ich den Fahrstuhl nicht mehr... Ah, ich muss da durch. Ich sehe es. Ich sehe es ein. Eva, Objekte und Personen von den Lüfterflügeln fernhalten. Nein. Das war dumm. Das war... Nein, flieg da durch. Was? Nee, okay. Fliegen wir da nicht durch? Sollte ich mir vielleicht eine Stelle suchen, die nicht ganz so ungünstig ist? Ich sollte mir auch eine andere Waffe jetzt zulegen. Ha, Gottdammit, ich habe nirgends Muni. Wir laden nochmal auf. Wo wäre denn... Ich muss doch da 100% muss ich doch da durchfliegen. Ja, geht doch. Uhu. Oh, nicht doch. Nee, okay. Oh nein. Wo habe ich zuletzt gespeichert? Ach, zum Glück. Oh, danke, lieber Gott. Hätte ich das jetzt mit der Scheiß-Skripta nochmal machen müssen, hätte ich ja geheult. Okay, okay. Lass mich mal ganz kurz hier. Hier ist gut. Wir fliegen. Ich komme nicht vorbei. Ich komme hier nicht vorbei. Ach, Scheißdreck. Warte, warte. Ja, ja, hab's geschafft, hab's geschafft. Bin durch, bin durch. Wie konnte ich mich... Mit Y konnte ich mich... Okay, Schema kann ich nicht einpacken. Jetzt schon. Okay, ich würde gerne wieder auf den Boden der Tatsachen kommen. Ah. Das war schwierig. Schwerkraft aktivieren. Ich hab's. Austritt Schwerelosigkeit. Okay. Isaac. Verdammt. Sie stören unser Signal mit einem mobilen Gerät. Besorgt mir die Frequenz des Störsenders. Sie haben einen Helikopter in der Nähe des Geländes. Und jetzt? Planänderung? Nein. Wenn Sie wüssten, dass wir hier sind, wären wir schon tot. Scheiße. Das Signal wird schwächer. Was? Alles, was du sagst, Babe. Alles, was du sagst. Ich hab nur noch 44 Schuss. Vielleicht auch nur noch 7. Mann. Gib mir mehr Muni. Oh, oh, ein Job. Ich glaub's ja nicht. Ich wag's gar nicht zu hoffen. Yay! Medige Mittel. Ach, damit kann ich mir die Sachen wieder kaufen. So. Ich werde mir jetzt als allererstes... Ich will keinen Ripper haben. Ist mir scheißegal. Der Ripper ist mir so egal. Ich möchte gerne... das hier haben. Es ist schon extrem teuer, muss man sagen. Ah, warte, 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 warte. Ich kann ja was vielleicht verkaufen. Inventar? Zum Beispiel Minigel, was ich einfach nicht brauche. Ja. Dass es so gesteckt wird, gefällt mir auch nicht. Ripper kriegen kann ich auch verkaufen. Benutze ich nicht. So. Können wir eigentlich nochmal verkaufen? Ja. So, dann haben wir wieder ein bisschen Geld. Ich belasse das jetzt einfach mal dabei. Achso. Wusste ich gar nicht, dass er tatsächlich so ein Magazin dann auswirft. Bitte keine Krypta. Mehr. Hm. Ich bin tot. Danke. Das ist eine Bench. Ich werde doch 100% nicht angegriffen. Was? Hm.
Hier ist eine Bench, aber hier sind auch 1000 Sachen, die mich angreifen. Aus 1000 Schichten. Hier sind 1000 Schächte, aus denen mich 1000 Sachen angreifen könnten. Hier ist auch noch ein Speicherslot. Okay. Kann ich hier irgendwie was tun? Ah, nein!